das ist jetzt Quatsch. Aber ich kann hier auch nichts. Also ich könnte auch so ein Katapult nicht benutzen, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Affen ankommen. Okay, ich versuche mal die wegzumachen, die da bei dir. Alter, was da bei dir abgeht, wie viele rote Kreise da sind. Nein, nein, nein. Boah. Jetzt bleib mal stehen. So. Okay, ich glaube, es wird Zeit für meinen Schutzgeist nochmal. Zack. Katapult ist kaputt. Ich ergänze mich ziemlich gut. Aber das mit dem Katapult war schon ganz gut. Jetzt sind die unter der Hälfte. Lars, steh doch nicht so dumm in der Gegend rum. Tu was. Alter. Was hatte ich eigentlich als Zweitkraft gebraucht? Ach ja. Hier, brennt. Lol. Ah, interagieren. Aua, aua. So, raus damit. Ah, okay, das Katapult macht eigentlich ganz guten Damage. Sag ich ja, damit kriegst du recht viel runter. Allerdings ist das Katapult gleich weg. Kannst du einen Heilkreis bei mir reinsetzen? Ah, ne Quatsch, ich bin gleich tot. Ja. Alter, ohne Spaß, hat sich ja wieder geheilt? Nee. Flieg und Sieg! Bams. Breitseite, arr. Klammern zum Entern, ey. Jetzt haben wir auf, mir rumzuballern. Ah, da ist es vorbei. Einmal noch. Yes! Scheiß Untoten. Man muss nur wissen, wie das Event geht, dann ist es auch nicht so lange. Ja, perfekt. Ja. Gut laufen. Dann können wir von hier aus, entweder gehen wir komplett an den Rand der Karte, von, also den rechten Rand der Karte hier. Für den Aussichtspunkt, oder? Ja, und da oben wird sicherlich oben in der Ecke auch noch eine Quest sein, würde ich mal so behaupten. Dahin. Könnte ich in eure Gilde? Ja, Sigi. Wir nehmen alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Eins, zwei. Zwei. Ich kann leider nicht prüfen, ob die Leute A auf unserem Server sind und B weiß ich natürlich auch nicht, ob die vorhaben, hier irgendwie zu spielen. Das ist halt echt schade. Spielen Peter und der Semtex-Gott eigentlich noch Guild Wars 2? Peter? Nee. Komm schon, stirb! Danke. Sind wir da nicht gerade auch schon hochgelaufen? Ja, aber hier gibt es ja irgendwie einen Weg, oder nicht? Der soll doch hier. Soll der Weg doch hier lang gehen. Achso. Na, du eh noch am Tippen warst, habe ich gedacht, bring ich den Typen gerade mal um. Ah, das ist eine sehr gute Überlegung. So, dann lebe ich den mal wieder hier, weil ich ja nett bin. Werf ich mit meinen Äxten, du Ficker. Ich bin der große Maudini mit den Äxten. Cresini. Bums. So, hier rüber nochmal ein bisschen Stück. Blutwasserdamm entdeckt. Ja, da ist auch noch ein Wegpunkt. Leben ja. Ist Entdeckung. Iki schicki. Leben ist Entdeckung, was ist denn das für ein dummer Spruch, ey? Ja, ne? Wo er recht hat, ne? Hat er dann doch auch mal hey, überhaupt ist noch nicht so ein recht. Was hat er denn so Vorschlag gefolgt. Ich sehe das Mal der Legende noch. Ihr seid ja, Junge, du sollst... Alter. Ihr seid meinem Vorschlag gefolgt. Ihr seid. Das Mal der Legende, okay, auf dem Aussichtspunkt. Ich denke, ich weiß, wo der ist. Schreiben. Und ich frage mich jetzt schon, wie man da hochkommt. Bums! Nächsten. Kannst du auch Messer werfen, oder? Das wäre cool. Ja, genau, der große Messerwerfer. Ja, tück, 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 tück. Jedes Messer ein Treffer. Ich werfe jetzt zumindest Äxte. So. So. Lol, hier sind geile Ruinen. Hoch. Ich glaube, da vorne ist ein Anfang. Kann man nicht hier hoch? Doch, hier kann man hoch.
Ist noch Platz in der Gruppe? Ja. Der lässt sich auch wieder nicht. Stimmt, da oben ist es. Ionweit. Ne, das gibt wohl nichts. Cool sieht das aus hier. Oh, hier ist ein Giftschleim. Nein, ich hasse Giftschleime. Bums. Es ist giftig. Nix ist giftig. Hier, das ist feurig. Oh, da sind wir ja schon. Quasi. So, dann hier drauf. Hier drauf. Easy peasy, ey. Zack. Na Moment, ich habe Lemon Squeezy vergessen. Verdammt. Es tut mir leid, Peter. Was sagt eigentlich die Uhr? 10 nach 5. Oh, in einer Stunde. Sind die beiden Bobos wieder bei Hard Reset tätig. Oh ja. Hard Reset. So. Das hat doch mal wunderbar, wunderbärchen funktioniert. Da unten ist auch direkt schwierig. Der nächste Wegpunkt. Ist hier nicht mal Wasser drunter? Ich will mal wieder einen Körper machen. Da ist Wasser. Hui! Bums. Oh. Ich bin direkt daneben gesprungen. Und da oben ist ein Truhe. Sehr gut. Shit. So, damit ist unsere Gruppe schon auch voll. Wo belebe ich mich denn jetzt wieder da oben? Mist. Da habe ich gedacht, die Pfütze wäre genug. Ja, hier ist eine Truhe, sagt er. Ja, wir sind da runter geflogen. Da oben ist eine Truhe, die habe ich natürlich wieder voll im Öl rübersehen. Ich auch. Das Schöne ist, du auch. Ich werde sowieso mal geflamed, weil ich in den Let's Plays immer alles übersehe, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Ach, wenn da! Wenn ich spiele, gucke ich auf Spiele irgendwie anders, als wenn ich nur zugucke beim Spielen. Ja, das ist auch so. Ich denke mir auch, wenn ich das nochmal sehe, dann irgendwie denke ich, Alter, bist du behindert, dass du das nicht gesehen hast? Ja, genau. Also da hat man irgendwie eine ganz andere Übersicht. Ja. Und dann immer die Leute, ja, ich habe das ja auf jeden Fall alles gefunden und auch ohne Guide. Das ist klar. Ja, das ist auch nicht mehr, echt nicht immer die ganze Wahrheit. Spielt mal Contra 3 durch, dann könnt ihr mir erzählen, dass ihr gut seid. Also, so. Starker Bogen, herzlichen Glückwunsch. So, dann wahrscheinlich wieder nüscht. Ich habe wieder nur ein beschissenes Smaragd-Splitter und ein starkes Schwert bekommen. Yay, und hier ist noch ein C4-Korbchen. Ich denke, der kann halt bis auf meine Inventarplätze wieder belegen, nix. So. Wo ist er denn? Da ist er. Dann gehe ich jetzt mal zu dem Wegpunkt hier. Mal ein paar Schleimtypen hier fertig. Was hat der? 482, 566. Ja, war mir sowas von klar. Zack. Dich können wir auch öffnen und dann alles weg. Juhu, 6 Plätze frei. Ich komme! Ich komme! So, hier vorne ist noch ein Aussichtspunkt, da oben. Oh oh. Wo denn hin? Ich bin natürlich unter der Brücke. Seid ihr jetzt rübergehüpft dann oder was? Ja, ja, wir sind da irgendwo auf der anderen Seite einfach an die Brücke lang. So, und hier ist nämlich noch ein Wegpunkt. Hier ist noch ich musste mein Inventar mal wieder managen. Ohne Spaß, da kann man ein eigenes Spiel von machen. Guild Wars 2 Inventar Manager, ja. Simulator. Ja. Guild Wars 2 Inventar Simulator. Oder einfach, man müsste einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, von WoW oder sonst irgendeinem Online-Rollenspiel, einfach nur das Auktionshaus
als Spiel rausbringen oder so. Das würden, glaube ich, auch noch genug Leute zocken. Also ob man das schafft man doch bestimmt hier, oder? Was denn? Was machst du denn da? Jeder mit dem See, du wolltest doch mal tauchen, oder? Ja, das schafft man locker. Das schafft man, oder? Komm. Also hier 3, 2, 1, ab dafür. So geil wie der andere wahrscheinlich so denkt, Alter, was ist mit denen, ey? Haben die echt Selbstmordgedanken oder was ist los? Ach Gott. Wir sind wieder hingefallen. Ja, hallo, was ist ständig? Oh Mann, wo ist denn dieser Weg? Der Fertigkeitenpunkt. Ja, genau. War der nicht da oben? Weiß ich nicht, ob der da oben ist. Also, der wird mir zumindest nicht erst unten angezeigt. Läuft noch ein Highlight hinterher. Ja, ja. Wieso ist der grüne Moa gelb? Naja. Nee, das muss hier unten in der Höhle sein. Irgendwo unten drunter. Bist du unten? Nee, Tira. Nee. Noch hier oben, aber. Hier oben ist er nicht, oder? Nee. Nee. Was gibt's denn hier noch? Da gibt's noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit in der Mitte irgendwo. Oder hast du die schon? Nee, die habe ich noch nicht. Aber da wir jetzt sowieso wieder wahrscheinlich da runter müssen, versuche ich jetzt mal hier ohne Suizidgedanken runterzukommen. Ja, sicher! Ich hab's geschafft. Ja, ich auch, aber Alter. Oh, eine Veteranen-Höhlenspinne ist da vorne. Ja, kein Problem. Ich darf jetzt nur nicht allzu viel pullen, wenn ich jetzt hier in das Lager renne. Ah, da kümmern sich die Kumpels hier schon drum. Brenne! Kühle! Ob ich den damit wieder... Das ist eigentlich total komisch, wenn man eine Fackel in der Hand hat, dann verbrennst du den erst und dann kannst du noch hier Kühle, also so ein Winter-Eigenschaft drauf machen. Das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Oh, da ist noch einer. Oh, die fiese Höhlenspinne, ey, die kann aber echt alles. So, kommunizieren. Ja, ja, ich halte Zwiesprache. Kame, Hame, Ha! Oh, ja. Kame, So, jetzt habe ich Zwiesprache gehalten. So, jetzt muss ich noch hier in dem Lager was holen. Ich glaube, ich habe Rücken. Ey, ohne Spaß. Hast du eigentlich auch manchmal das Gefühl, dass sich die Rollen unter dem Schreibtischstuhl, dass die wie so ein Staubsauger wirken auf Kabel? Ja, das ist auch krass. Irgendwelche Kabel, ja, da drin. Das ist auch krass. Das ist auch krass. Genauso wie in der Tasche, das verstehe ich auch nicht. Wie können sich Kabel in einer Tasche verknoten? Ja. What the fuck? Was? Das ist echt also, der Hammer. Das gibt mir auch einen Sack. Das kann aber nicht sein. Holt man die aus der Tasche raus, hat man einfach so einen Knäuel in der Hand. Wo laufen wir gerade hin? Ja, nächstes Gebiet hier. Ich laufe erfällt, ja. Würde ich sagen, weil... Also wir können auch wieder komplett runter an der Seite, aber... Ist mir eigentlich egal. Ich habe Quarzkristalle verwandelt. Aha. Alter, ist das windig draußen? Leck mir die Nüsschen. Also ich glaube, da kommt gleich hier mega Gewitter. Gewitter, ja, glaube ich auch. Voll gut. Der war auch mal ganz gut, ja. Oh, XP mitnehmen, alles abschlachten. Ah ne, das ist ein Junge. Ja, also 100 XP, naja. Ja, das lohnt sich ja nicht mal. Da hinten ist so ein gefallener, verteidigte Küstenlinie. Nordwesten. Ja, warum ist das weiß? Warum ist was weiß? Der Fortschrittsbalken. Astrozintli Vorgebirge. Ah, hier ist auch ein Herz. Vielleicht, wenn wir die Quest machen, dann. Ach, Manno! So. Okay, drauf! Ja, ich lebe hier mal wieder. Ach, der rennt was an mir vorbei. LOL! Nein, nicht so viele! Ja, sicher. Ja, die können ja nichts hier. Ich sehe voll die Leppos und so, voll die Schlepphoden. Was hat er denn da für ein Geil? Do the Hangover, Hangover. Der war ein Wirbelsturm, wie cool ist das denn? Ja, das ist schon ziemlich cool. So, oh, da kommen sie wieder. Alter.
Ja, sicher, so eine Abscheulichkeit kommt direkt zu mir, genau. Die können aber auch eh nicht so viel aushalten, tun sie nicht viel. Ja, die halten nicht viel aus, weil viele Leute. Keine Chance. Jawohl. Lol. Nein, ich will den nicht durchsuchen, ich will ihn wiederbeleben. So, das Herz habe ich auch schon geschafft. Ach ja, stimmt. Nice. Boah, Alter. Nein, die Sumpfachküste geht drauf. Oder ist das der Fortschrittsbalken? Ich glaube, man muss die so lange aufhalten, oder? Ich weiß gar nicht, ist der Balken dazu da zu sagen, alles klar, wir sind jetzt gleich im Arsch oder jetzt kommt gleich nichts mehr? Ich glaube eher, gleich kommt gleich nichts mehr, weil wir die ganzen Typen aufgehalten haben. Das hoffe ich mal. Probier auch. Ja, Hauptsache ich sammle wieder brüchige Knochen auf. Mann. Aber wahrscheinlich kann man irgendwo einstellen, ob man die ganze Kacke. Jawohl! Yes. Level up, ja, ich auch. Wir können nicht entkommen. So, das erstmal weg. Piratenhose 64. Was kann die Hose? Nee, weg. Dann nehme ich lieber nachher die. Boah, das behalte ich auch mal. Ja, au, fertig. Ich muss mal die Tage holen. Weg. Weg. Ich glaube, das Wams war besser. Hat zwar weniger Kraft, aber. Oh, die Hose, die ich dann gefunden habe, ist super. Eieiei. Oh Mensch, starke Piratenwams, der. So schlecht ist das eigentlich. Na komm. Ich behalte es mal. Glyphenpistole. Geheimer. Achso, Moment, ich habe auch noch eine unsichtbare Tasche, ne? Wenn da irgendwelche Sachen reinkommen, die ich verkaufen will, ist das natürlich dumm gelaufen. Wiederverwertbarer Gegenstand. Ja. Nee. Nö. Mach mal so. Zack, zack, zack. Platinerz. Jawohlst. Ah, da geht's schon los. Erstmal essen. Und nochmal essen. Ja, ne, was verkauft. Ja. Ah, ein Verkäufer. Wie viel von den Bonbons musste man essen? Ewig viele. 250. Also das reicht aber auch doppelklicken, ne? Weil das geht schneller. Das geht schon ziemlich schnell. Ja, aber das Event ist vorbei. Kannst du das überhaupt noch machen? Oder testen wir mal. Wir sind jetzt bei 220. Ja, ich kotze schon alles voll. Komm. Guck mal, wie eklig. Er hat mich angekotzt. 190. Möchten wir diesen epischen Moment auch mal festhalten, wie ich da durch die Gegend reihere? Jawohl, alles raus. Das ist gesund für den Magen. Immer weiter rein. Lasst uns baden. So esse ich auch mal. Ich esse einfach ganz viel und dann kotze ich halt alle aus. Alter, mein Finger. So, 100 noch. Dann sind wir durch. Alter. Dies könnte für manche Zuschauer verstörend wirken. Ja, kämpf, Quatsch, kotzt. Süßigkeit muss weg. Der hat Lust zu feiern. Ja, ich. Und mir geht immer noch was rein. Ein können wir noch. So, jetzt habe ich 250 gegessen, nichts passiert. Hätten wir das auch geklärt. Ja, wahrscheinlich perfekt. Hätte ich nicht so schnell klicken dürfen oder so eine Kacke, aber naja. Gut. Zum nächsten Gebiet. Das ist. Wo ist das? Südwestlich genau? Erstmal, oder? Da wo hier Weg mit deiner Wegmarke ist. Genau. Da wollte ich eigentlich auch als erstes hin. Aber können wir denn nicht überhaupt über den Berg laufen hier? Oh, hier ist noch ein auferstandener Grobian. Er liegt vor allem noch ein Toter. Ja, die Krankenschwestern da vorne, die zwei Süßen, die kümmern sich um den, der da liegt, und die anderen beiden, die hauen drauf. So. Hier vorne geht auch die Post ab, was geht denn hier? Lol, alle tot. Wiederbeleben!